Eine Sportart, die sicher nicht so bekannt ist wie Fußball. Eine Sportart, die die Autokorrektur nicht kennt. Eine Sportart, die sicher aber viel spannender und interessanter als viele andere Sportarten ist. Doch was braucht man eigentlich alles für eine OL? Für OL braucht man als erstes mal einen Kompass. Denn mit dem Kompass kann man die Karte schnell norden. Mit dem Kompass kann man auch noch schnell und präzise quer durch den Wald säckeln. Man braucht sicher auch noch eine Karte, wenn man OL macht. Und dann braucht man auch noch OL-Schuhe. Die, wenn steil ist oder glatt, die rutschen die nicht so, weil sie unten dran Spikes haben. Bis etwa 12 oder so ungefähr braucht man noch keine OL-Schuhe, weil bis dann ist das meiste eigentlich auf dem Weg. Für OL braucht man auch noch spezielle Kleidung. Man braucht Stülpen, dass die nicht halbe Beine aufkratzen. Dann braucht man auch noch für Wettkämpfe oder manchmal auch für Trainings einen elektronischen Chip, ein Sportident-Badge. Mit dem wird geschaut, ob du wirklich dort warst. In der Zwischenzeit kann man schauen zu den einzelnen Posten und um welche Zeit du dort warst. Für OL braucht man auch noch ein Postenbeschreibungs-Map, wenn man sich einen Wettkampf macht. Weil dort tut man dann die Postenbeschreibung rein und auf der Postenbeschreibung steht, welches Nummer es der Posten hat, welches Objekt es der Posten hat und ob der Posten nördlich, östlich, südlich oder westlich vom Objekt steht. Wenn man gerade neu mit OL anfängt, braucht man die Sachen noch nicht unbedingt. Man braucht es erst, wenn man viel OL macht oder einen Wettkampf geht. Doch, was ist OL eigentlich? Eine Art, wo es nicht auf etwas drauf ankommt. Im OL muss man schnell säckeln und gut Karten lesen. Das Ziel des OL ist, dass man alle Posten möglichst schnell in der richtigen Reihenfolge anläuft. Das rote Dreieck auf der Karte ist der Start. Die vielen roten Kreise sind die verschiedenen Posten und der rote Doppelkreis ist das Ziel. OL ist nicht so, wie es viele kennen, nur auf dem Schussplatz, sondern meistens ist es in einem Wald oder in einer Stadt oder in einem Dorf. Bevor ich euch OL aber genauer erkläre, zeige ich euch zuerst noch eine OL-Karte. Eine OL-Karte ist nie gleich, weil jeder Wald ist anders. Das ist nicht so wie bei einer Turnhalle oder bei einem Stadion, wo alles ähnlich aussieht. Eine OL-Karte, also eine Wald-OL-Karte, hat meistens den Maßstab 1 zu 10.000. Das heisst, 1 cm auf der Karte sind 100 Meter in echt. Die typische Landeskarte hat den Maßstab 1 zu 25.000. Also 1 cm ist 250 Meter in echt. Der Wald ist auf der OL-Karte nicht grün, sondern weiss. Das Grüne auf der OL-Karte sind Dickicht. Umso grüner es ist, umso schwieriger ist es zum Durchkommen. Der Brunpunkt ist eine Kuppe. Das schwarze Kreuz oder bei der neuen OL-Karte das grüne Kreuz ist ein Wurzelstock. Der schwarze Kreis ist ein besonderes Objekt, also zum Beispiel ein Bänkli oder ein weiter Parkourposten. Der schwarze Punkt ist ein Stein. Das braune U ist eine Senke. Die braunen Striche sind Höhenkurven. Die schwarzen Striche, das sind Wege. Umso dicker die schwarze Linie ist, desto dicker ist auch der Weg. Du warst jetzt Anfang ein Teil der Zeichen. Ich tue jetzt nicht alle sagen, weil sonst würde es zu lange dauern. Wenn man beim OL gestartet ist, schaut man auf der Karte, wo der schnellste Weg zum ersten Posten durchgeht. Dann tut man den Weg möglichst schnell absäckeln. Wenn man aber beim Posten ankommt, tut man mit dem Badge stempeln oder bei den Neuern kann man einfach oben durchsäckeln, sodass man noch ein bisschen schneller ist. Und so geht es aber weiter bis ins Ziel. Beim OL hat es 3 Hauptdisziplinen. Das ist Langdistanz, Mitteldistanz und Sprint. Langdistanz und Mitteldistanz sind meistens im Wald. Hingegen Sprint ist meistens in einer Stadt oder in einem Dorf. Die Sprintkarte hat meistens den Maßstab 1 oder vielfach den Maßstab 1 zu 4000. Die Olivgrüne sind die Gärten der Anwohner. Alles, was mit einer schwarzen dicken Linie umrahmt ist, der darf man nicht durch. Wenn man OL macht, kann man ganz viel Verschiedenes erleben. So merkt man zum Beispiel, dass nicht jeder Wald gleich ist. Zum Beispiel ein Mittellandwald ist ganz anders als ein Wald vom Jura. Ich mache jetzt schon seit 7 Jahren OL und habe schon durch die ganze Schweiz reisen. Und ich habe auch schon im Ausland OL machen. Da jeder Wald anders ist oder jede Stadt anders ist,
muss man bei jedem OL anders vorgehen. Der Sportorientierungslauf hat den Ursprung von militärischen Übungen. Schon im 1800 hat es die ersten Urformen in Skandinavien gegeben. Dort gilt, dass man möglichst schnell in den weiten Wäldern sich zurechtfinden soll. 1897 hat einer der ersten OL in Bergen stattgefunden. Erst 1985 war die erste OL-Weltmeisterschaft außerhalb von Europa. OL hat sich von Mannschaftssportart immer mehr in Einzelsportart entwickelt. Und der militärische Ursprung ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. OL hat sich zu einem Breitsport für alle Alters- und Fitnessklassen entwickelt. In der Schweiz und Skandinavien ist OL zu einem Volkssport geworden. Bei den OL-Wettkämpfen hat es Kategorien von 10-jährig bis 80-jährig. Jetzt kommen noch 3 Interviews. Dort kommen noch verschiedene Fragen zum OL. Ich habe einen Junior, einen Elite-Läufer und einen Senior interviewt. Ich bin Julian Schmidt und ich mache OL. Mein Name ist Jonas Secker, ich mache Orientierungslauf als Leistungssport. Ich bin Slotet, ich wohne hier in Burgdorf. Im 2016 im Frühling. Über einen Brief von der Schule. Ich habe angefangen OL machen mit 9. Im Jahr 2003 ungefähr war das. Und zwar war dann die OL-WM in der Schweiz in Rapperswil. So bin ich in der Familie zum OL gekommen und habe dann mit so verschiedenen Kursen von der OLV Hinterbank den Einstieg in OL geschafft. Und zum OL bin ich gekommen, eigentlich relativ spät, nämlich etwa so mit 25, vor allem vom militärischen Wettkampf her. 2017, Frühling. 2004 bin ich dann eingestiegen, selber, dass ich alleine gelaufen bin. Bei der Thuner OL, das erste Mal, als ich alleine unterwegs war, habe ich leider nicht alle Posten gefunden. Und ja, es war ein bisschen ein negatives Erlebnis, aber nach ein paar Übungsstunden noch einmal mit den Eltern oder im Kurs konnte ich dann auch alleine können. Die Läufe absolvieren. Der Aargauer 3-Tage-OL-Sieg und der Berner Meisterschaftssieg. Mein grösstes Erfolgserlebnis war die Studenten-WM in Finnland. Dort konnte ich die Langdistanz gewinnen. Und ja, das war sicher ein grosser Erfolg, weil ich dort auch gezielt darauf trainiert habe und das Rennen auch gewinnen konnte. Also die grösste Erfolgserlebnisse war 2012. Da bin ich in der Schweizer Meisterschaft im Sprint in Zofingen dritt gewesen. Und mit Kollegen zusammen sind wir einmal noch in der Staffel mit der Schweizer Meisterschaft auch dritt gewesen. Einmal Joggen und einmal Wald. Momentan ist mein Trainingsumfang so zwischen 10 und 15 Stunden. Es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Phase des Trainings ich bin. Also so im Wintertraining, in der Vorbereitungsphase machen wir sicher mehr. Dort sind es gegen die 15 Stunden alles zusammen. Das heißt Lauftraining, OL-Training, Krafttraining und auch also im Winter sind es noch Langlauf oder Velofahren, so ein bisschen als Ausgleich. Und wenn es dann mehr auf die Wettkämpfe hinzugeht, sind es dann gegen die 10 Stunden in der Woche. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich probiere zweimal mit dem Bike zu gehen, etwa eineinhalb Stunden. Dann gehe ich nordisch walken, joggen, kann ich wegen der Knieleider nicht mehr, oder wegen dem Knieleider nicht mehr so gut. Und dann probiere ich auch Krafttraining zu machen. Ja, zum Glück habe ich nicht zu einem anderen Posten zurückgefunden, den ich schon abkennt. So richtig verlaufen habe ich mich nie, also dass ich gerade gar nicht mehr gefunden habe. Ich kann mich erinnern an Fehler, wo ich 15 Minuten und länger nicht mehr gewusst habe, wo ich war. Und dann bin ich halt einfach im Wald rumgelaufen und habe irgendetwas gesucht, eine Strasse oder einen Waldrand, wo ich mich dann wieder auffangen konnte. Ja, ich habe mich schon mehrere Mal, das gehört auch ein bisschen zum OL. Vor allem auch am Anfang, weil ich einfach Läuferseite herkommen, auch jetzt noch nach
so vor langer Zeit gibt es immer noch Situationen, wo man sich verlaufen kann. Meistens ist es so gewesen, dass ich zu schnell irgendwo in einen Postenraum reingekommen bin und dann ein bisschen unkonzentriert und dann plötzlich den Faden verloren. Kombination zwischen Kartenlesen und Säcken. Also ich finde es extrem abwechslungsreich. Das heisst, also jeder OL, wo man läuft, ist wieder eine neue Herausforderung. Sei es in der Schweiz, sei es im Ausland, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich schätze das, dass es wirklich jedes Mal etwas Neues ist und nicht immer die gleiche Strecke. Also wie ein Leichtathlet, der weiss, egal wo auf der Welt dass er seinen Wettkampf hat, der läuft genau die gleichen 400 Meter. Aber so ein Läufer ist man immer sehr angespannt, weil man nicht genau weiss, was einem erwartet im Vorfeld. Aber das macht es genau spannend, dass man sich anpassen unterwegs. Das ist immer zwischen jedem Posten ist wieder eine Aufgabe, die man sich stellt. Also man muss wissen, wo die durch. Dann ist es besonders, dass man im Freien ist, in der Natur. Durch den OL haben wir alle zusammen viele Gegenden und Gebiete in der Schweiz lernen kennen, von der Seite, die ich schon nie lernen konnte. Überhaupt ist eigentlich jeder OL ja wieder unterschiedlich, wenn man anfängt. Bis zum Schluss, es kommen zwar gleiche oder ähnliche Problemstellungen und ich komme am schnellsten von einem Ort zum anderen, aber sonst gibt es immer wieder Unterschiede. Karten lesen, sonst kannst du nicht Karten lesen, kannst du dich nicht orientieren, dann bringt die Zecke nichts. Ich habe das Gefühl, Karten lesen ist wichtiger, nur schnell laufen bringt dir nichts, man muss die Post auch noch finden. Hingegen, wenn man wirklich gut ist, kartentechnisch, muss man nicht unbedingt der allerschnellste sein. Darum glaube ich wirklich, dass das Kartenlesen der wichtigste Faktor ist für Erfolg. Ich würde sagen, man muss probieren, einen guten Zusammenhang zwischen den beiden zu bekommen. In allen Geländen möglichst zügig laufen. Dort, wo es aber schwieriger wird, muss dann das Kartenlesen wieder in den Vordergrund kommen. Und darum ist es immer ein Abwägen, wie schnell ich darf nur so schnell springen, wie ich auf der Karte noch nachkomme. Ja, wieso? Bei vielen Sachen im Leben ist es am besten, wenn man diese Tätigkeiten gerade ausübt. Also jetzt Gefühl mit OL-Training ist das beste Training für OL. Klar, man kann nicht jedes Training mit einer Karte absolvieren. Zwischendurch muss man auch mal einfach eine Tour laufen, ein Jogging machen. Aber ich glaube wirklich, dass das die Qualität bringt, wenn man mit Karten trainiert. Und am besten ist natürlich, wenn man im Wettkampftempo trainiert, um wirklich die relevanten Abläufe machen zu können. Aber auch das ist halt nicht bei jedem Training möglich. Man muss sich auch zwischendurch erholen und auch mal ein bisschen lockere Trainings machen. Ja, bisher ist es eigentlich das kontinuierliche Training gewesen. Also ich habe wirklich probiert, die Erholung und die Belastung in der Balance zu halten. Natürlich auch, um den Verletzungen vorzubeugen und auch ein bisschen zum einfach den Rhythmus beizuhalten, auch mit, wie ich schon angetönt habe, mit verschiedenen Trainingsformen, nicht nur Säckeln, sondern auch mal mit Velo trainieren, dass man ein bisschen weniger Belastungen hat für die Gelenke zum Beispiel. Das ist eine schwierige Frage. Ich muss überlegen. Und jetzt habe das Gefühl, es ist allgemein für junge Sportler finde ich es wichtig, dass sie wissen, warum sie was trainieren. Also, warum dass sie jetzt eben müssen ein intensives Training machen müssen und warum dass sie nicht genug Erholung brauchen. Und auch warum technisch. Also, warum braucht es jetzt ein Krafttraining für OL-Läufer, wo man eigentlich möglichst leicht und schnell muss sein, aber gleich, dass das eben zusammenhängt. Also, wenn jemand anfängt mit OL, würde ich ihm sagen, er soll möglichst breit trainieren und soll vielleicht auch noch andere Sportarten ausprobieren.
insbesondere natürlich eine Mannschaftssportart. Breit trainieren heisst auch, dass man so nicht zu früh einfach nur auf OL verstieft, sodass die Freude und die Motivation, die schlussendlich entscheidend ist, möglichst lang vorhanden ist. Das war jetzt ein kleiner Einblick in wahrscheinlich den besten Sport, den es auf dieser Welt gibt. Wenn du jetzt auch mit OL anfangen willst, kannst du in deiner Umgebung schauen, ob es irgendwo einen OL-Verein hat, oder du kannst das auch bei den Kadetten oder Schulsport lernen.